Das hier sind die Tech Talks, die dich rund um Netzwerk und Smartphone informieren. Mein Name ist Jens und ich erkläre euch hier, was ihr in diesem ganzen technischen Wirrwarr wirklich wissen müsst. Heute geht's um Meta. Smartphone-Produkte waren früher gar nicht mal so schlau. Sie haben einen Befehl bekommen, diesen ausgeführt und gewartet, bis es einen neuen Befehl gibt. Die Geräte sind also smart, aber nicht smart genug. Wenn ich zum Beispiel nach Hause komme, muss ich aktiv sagen, dass ein Schloss geöffnet werden soll oder welche Lichter angehen sollen. Bestenfalls habe ich irgendwelche Regeln eingestellt, die dies machen, wenn jenes passiert ist. Das ist möglich, aber kompliziert. Außerdem müssen alle Geräte dauerhaft mit meinem Heimrouter verbunden sein, sonst kann ich sie gar nicht erst ansprechen. Das kostet unnötig Energie. Und von sich aus reden die Dinger auch nicht mit mir. Warum auch? Außerdem dauert es elendig lang, bis sie mal reagieren. Die Vision war es doch aber, das Internet of Things zu revolutionieren. Und das geht nur, wenn die Teile auch miteinander reden. Also mich informieren, wenn es Neuigkeiten gibt. Ohne mein Zutun aktiv werden. Und genau hier kommt Meta ins Spiel. Im Grunde ist das ein einheitlicher Standard, auf den sich die ganz großen Firmen geeinigt haben. Das Geile daran, er vereinfacht die Kommunikation mit den Geräten und untereinander. Und wie funktioniert das jetzt? Also, Meta Smart Home Geräte sind mit einem Meta Hub verbunden. Der Meta Hub dient zwar als Verbindungsstelle, er ist aber kein vollständiger Router. Er ermöglicht den Zugang ins Internet, ja, er ist aber vom heimischen Netzwerk getrennt, um die Sicherheit zu erhöhen. Und du hast sogar die Möglichkeit, Meta Smart Home Geräte in ein Mesh-Netzwerk zu stecken. Da sind dann alle Produkte miteinander verbunden. Das verringert die Latenz, also die Zeit, in der die Geräte reagieren, und vergrößert die Reichweite innerhalb eures Netzwerks. Ihr müsst also nicht überall Meta-Hubs oder Router hinstellen, denn Mesh-Geräte verlängern die Reichweite selbst. In Zukunft werden immer mehr Geräte Meta- und Mesh-Unterstützung erhalten. Waschmaschinen, Kühlschränke, Kaffeemaschinen oder auch Lichtschalter, Haustürschlösser oder simple, smarte Glühbirnen. Und noch besser wird's mit Thread. Ach, wenn euch dieses Video hier interessiert oder geholfen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ihr kennt's, mit dem Aktivieren der Glocke werdet ihr sofort über neue Videos informiert. So, Thread. Das ist eine Funktechnologie, sowas wie WLAN oder Bluetooth. Und die ist speziell für den Smart-Home-Bereich entwickelt worden. Sie bietet eine geringere Latenz, eine höhere Zuverlässigkeit und einen geringeren Energieverbrauch als WLAN oder Bluetooth. Am Ende wird also alles schneller und spart Energie. Aber Thread ist schon mehr als nur eine Funktechnologie. Es ist ein komplettes System, das aus mehreren Komponenten besteht, einschließlich einer Software, die nativ für Meta entwickelt wurde. Also, ihr könnt Meta Smart Home Geräte über WLAN oder Bluetooth ansprechen. Aber in Zukunft könnt ihr auch nach einer Unterstützung für Thread Ausschau halten. Denn die ist gerade für kleine batteriebetriebene Geräte echt praktisch. Und wer weiß, welche Technologien da in Zukunft noch kommen werden. Smart Home Enthusiasten sollten also unbedingt auf die Meta-Unterstützung achten. So, und falls ihr noch Fragen zum Thema habt, lasst uns gerne unten in den Kommentaren diskutieren. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein spannendes Videothema bei rum. Bis zum nächsten Mal. Ciao.